Ja, Mahlzeit, Freunde. Ich habe hier so ein kleines Problem gehabt gestern, nämlich bei meiner TZ557 Luxus wollte ich zur Jagd rausgehen und dann ist Folgendes passiert. Ich habe sie gespannt und wollte sie dann entspannen und ins Futteral tun und man merkt, man kann nicht mehr abziehen. Und jetzt ist es gerade früh morgens, ich fahre gleich zur Arbeit. Ich habe gedacht, ich gucke mir das doch nochmal eben kurz an. Moment, hier, Schlückchen Kaffee. Und ja, ich habe den Übeltäter schon gefunden. Ist eigentlich ganz einfach, da hat sich eine Schraube, hat sich ein bisschen losgerappelt, nämlich diese hier. Ja, und die führt, ich zeig's mal hier, die. Und das führt dann dazu, dass der Abzug minimal wackelt. Und das reicht schon, dass er beim Ziehen halt nicht mehr hier auslösen kann. Ne? Und dann bricht der Schuss nicht. Ne? Das ist natürlich jetzt leicht zu beheben, schraubt man das wieder fest. Mache ich gerade mal. So. Und dann sieht man. Zack, geht es auch sofort wieder. Also, diese Schraube hier bei der CZ557 Luxus, die solltet ihr im Auge haben. Die solltet ihr vielleicht einfach mal ja, mit Loctite sichern. Das werde ich jetzt auch machen. Ein bisschen Loctite dran, wieder festschrauben. Und dann denke ich, ist das für die Zukunft auch safe. Aber da an alle 557 Luxus-Besitzer, bitte einfach mal ein bisschen Loctite dran machen, so prophylaktisch. Denn es ist jetzt kein großes Ding, das zu reparieren, also die Schraube wieder festzuziehen. Eben Ausschäften sind nur zwei Schrauben. Sind Torx-Schrauben, geht aber auch mit einem normalen Schlitzschraubendreher, ne? Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt mal Loctite dran. So. Eben hinlegen. So, und hier natürlich das gute Rote hier, ne? Loctite 270. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Ding. So, dann schrauben wir das mal gleich wieder fest mit ein bisschen Loctite. Oder auch Schraubensicherungslack, könnte man es glaube ich auch nennen, ich weiß es nicht genau. So. Dann kommt es jetzt wieder hier in die. So. Dann eben noch festschrauben. Mit ein bisschen. Loctite sollte das dann in der Zukunft auch halten. Witzigerweise, es war wirklich so, ich habe am Samstag letzte Woche damit noch geschossen, völlig ohne Probleme. Habe die Waffe dann in den Schrank gestellt. Heute habe ich sie mir herausgeholt, gestern. Und dann auf einmal merke ich so, ich wollte abziehen und dann brach der Schuss halt verzögert. Ne? Das habe ich gemerkt, als ich die Waffe entspannen wollte, um sie ins Futteral zu packen. Ne? Ich mache das dann immer so beim Entspannen. Alter Trick, ne? Geht ja quasi mit jedem Repetierer oder fast mit jedem Repetierer. Ne? Einfach beim Einrepetieren, also beim Zumachen, den Verschluss halten und dabei entspannt sich dann den Abzug halten und dann entspannt sich die Waffe. Ne? Man sieht, dass hier hinten ist der Pin jetzt drin. Wenn man die Waffe so spannt, ne, dann sieht man, hier hinten ist der Pin draußen. Da, guckt, ist der Pin raus. Das heißt, die Waffe ist gespannt. Wenn ich jetzt aber beim Schließen des Verschlusses den Abzug halte, ja, dann entspannt sich die Waffe natürlich. So kann ich die ganz easy entspannen, ohne halt immer ins Leere abschlagen zu müssen. Das ist also auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, und jetzt müsste der Abzug also auch wieder funktionieren, denn er hat sie ja, hat die Waffe ja entspannt. Und sorry, dass ich gerade so verwirrten Stuss von mir gebe, weil es ist wirklich, ich bin kein Morgenmensch. Ich bin totaler, ich hasse Morgen. Morgen ist nicht meins. Also, ich brauche erstmal zwei Kaffee so, ne, und dann bin ich eher so langsam bereit für den Tag. Also, wir probieren nochmal, ob der Abzug jetzt funktioniert. Das ist der Fall. Dann würde ich sagen, wird die Waffe jetzt wieder eingeschäftet und dann ist alles wieder gut. Ich wollte das nur kurz erklären, vielleicht für andere CZ557 Luxusbesitzer, die ja vielleicht da auch mal mit Probleme haben. Ne? Und das war es schon. Also nur ein ganz kurzes Repair-Video sozusagen. Ne? Bis dann, schönen Arbeitstag euch. Ich fahre jetzt gleich auch zur Arbeit. Haut rein, bis dann. Ciao.